Mein Name ist Mehika Tamriverdi. Ich bin Künstlerin, Access Consciousness, Werkzeuge-Facilitatorin und ich bin hier mit meiner Freundin Babsi. Hallo, Barbara, Babsi. Und die Babsi leitet hier in Tübingen Style Affair. Die Style Affair. Den Green Concept Store oder Kaufhaus, grünes Kaufhaus Style Affair. Genau. Und wir dachten, wir unterhalten uns halt mal ein kleines bisschen über die momentane Lage hier und da ich ganz viele Werkzeuge verwende, um in die Leichtigkeit zu kommen. Man macht gerade Witze darüber, dass ich meine Hände bewege. Ich habe dafür mal einen Sechser beim Gedichtsvortragen in der 5. Klasse bekommen. Ich bin's so. Meine Deutschlehrerin meinte, ich bin wie ein Hampelmann. Ja. Südländer. Genau. Mhm. Also, und was ist das bei dir? Was bedrückt dich? Was ist das, was du sagst, oh wow, das ist gerade, damit ich dann einfach mal ein paar Werkzeuge, die ich selbst gerade auch benutze, vorschlagen kann. Vielleicht bringt euch das ja auch irgendwas zu Hause. Also ich bin bei ihr in verschiedenen Gruppen, wir sind nicht nur Freundinnen und wir sind auch Freundinnen geworden, weil du auch Bundin bei mir warst und ich sie als Künstlerin sehr verehre und aber vor allem ist sie für mich... Die Mehika ist für mich ein großes Vorbild an Leichtigkeit. Ich bin sehr, wie soll ich das sagen, ich bin Wassermann. Gerechtigkeitsliebend und ich stehe immer ganz schnell auf, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich bin sehr dankbar, weil ich könnte gerade durchdrehen. Und ich bin bei Mehika in Gruppen, Access Consciousness Gruppen. Und bin beim Energieziehen und so weiter. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie habe. Weil ich würde sonst durchdrehen, glaube ich. Genau. Und mich beschäftigt ganz, ganz arg, und da hatten wir es gerade von, dass wir heute darüber sprechen möchten, über die Schafe. Ich habe das Gefühl, wir sind alle eine Schafherde, oder viele von uns sind, die große Masse ist die Schafherde, die nur auf diesen Virus schaut und völlig vergisst, dass dahinter ganz viele andere Themen stehen, die jetzt wunderbar von Lobbyisten ausgenutzt werden. Mein eigener Anwalt zum Beispiel schreit laut, Stopp, Hilfe! Und die ganze Juristerei, weil wir hier Grundrechte untergraben. Und ich habe ganz, ganz große Angst um viele, viele Themen, die nach Covid-19 wieder vielleicht zum Tragen kommen, wenn jetzt niemand aufpasst und versucht, die Schafherde in die richtige Richtung zu leiten. Und ich bin schwer erschüttert, und das habe ich ja gerade erzählt, dass sogar richtig gute Freunde von mir mir quasi den Mund verbieten möchten, wenn ich sage, wir haben hier gerade ein Rechtsstaatlichkeitsproblem zum Beispiel. Also auch wenn ich mit Artikeln komme von renommierten Zeitschriften wie Züricher oder Stuttgarter oder Süddeutsche oder Frankfurter Allgemeine, warum ich sowas poste zu Zeiten, wo sie zu Tausendsten in Italien sterben. Und das erschüttert mich sehr, weil ich habe genauso viel Empathie mit diesen Toten und ich finde es ganz furchtbar. Und ich bleibe auch zu Hause und ich halte auch Abstand. Genau. Soweit es geht vor der Kamera. Genau, aber es ist ganz arg wichtig, das ist ein hochkomplexes Thema und es muss hochkomplex betrachtet werden. Soziologisch, ökologisch, ökonomisch, juristisch. Das sind auch alles Wissenschaften übrigens, nicht nur die Medizin. Und ich bewundere all die Wissenschaftler, die sagen, stopp, wir dürfen hier nicht nur einen Virologen zu Rate ziehen, der im Januar noch gesagt hat, alles nicht schlimm, betrifft uns in Deutschland nicht und jetzt den Retter der Welt spielt. Ja, also ich merke, ich kriege ganz große Wut und ich kriege Hilflosigkeit und ich kriege Erschütterung und ich bin sprachlos. Und ich bin Gott froh, dass heute zufällig wir hier sitzen und darüber sprechen können. Großer Monolog. So. Und wie vielen von euch geht es auch so? Wie vielen von euch geht es so, dass ihr gerade so überflutet werdet mit all den Informationen, die wir bekommen, ob das jetzt alles ganz tragisch ist oder nicht tragisch ist, ob das jetzt welche Auswirkungen das hat? Und dann kommt man in ein Gedankenkarussell. Ja. Viele haben vielleicht von uns auch einfach ihren Job nicht mehr. Viele haben ihr Einkommen eingestellt bekommen, ihre Honorare sind weggefallen, Kurse sind weggefallen, was einfach bedeutet, dass da kein Geldfluss mehr ist, was wiederum heißt, dass wir die Miete nicht zahlen können, was wiederum heißt, dass wir vielleicht dann unser Haus nicht mehr haben oder dass wir vielleicht unsere Kinder nicht mehr ernähren können. Was auch immer, da kommen ja dann die größten Szenarien und das Wichtigste ist es tatsächlich,
aus dem Film auszusteigen und zu sagen, und da zu stoppen und zu sagen, okay, cool, wie komme ich aus diesem Gedankenkarussell raus? Wie kann ich das anhalten? Und da muss man sich einfach bewusst machen, okay, cool, es ist gerade Drama und Trauma, in dem wir uns alle befinden, oder in dem, dass man wählen kann. Man kann aber auch einfach eine Frage stellen und sagen, okay, cool. Und eine Frage, mit der ich in den letzten Tagen die ganze Zeit spiele, ist, wenn ich darüber keine Ansicht hätte, welche Magie könnte ich dann sein? Und es klingt erstmal so, was hat das mit all dem zu tun? Aber es ist wirklich so, sich rauszunehmen und zu sagen, okay, cool, wenn ich jetzt wirklich keine Ansicht darüber hätte und das, was eigentlich dieses ganze Dilemma kreiert und dieses Drama und Trauma kreiert, ist unsere Ansicht darüber. Wenn ich eine Ansicht darüber habe, dann ist es einfach, dann kann ich, das ist eine Ladung drauf, es ist solide, es ist fest, genau. In dem Moment, wo ich die Frage stelle und sage, okay, cool, wenn ich keine Ansicht darüber hätte, welche Magie könnte ich dann sein? Und indem wir sagen, welche Magie könnte ich sein, indizieren wir ja auch schon, okay, cool, ich bin hier magisch, ich kann hier wirklich was verändern. Und dann präsent mit der Situation zu sein und sich anzuschauen, was ist hier eigentlich wirklich möglich gerade? So, was kann ich heute anders tun? Was kann ich heute anders sein, um das Ganze zu verändern? Um da mehr Leichtigkeit reinzubringen? Oder um aus dem Frust rauszukommen. Aus dem Frust rauszukommen. Aus dieser Verzweiflung. Und wie viele von uns kriegen ihr Leben genau aus diesem Frust, genau aus dieser Verzweiflung heraus und aus dieser Ladung und der Wut heraus? Ihr könnt auch einfach mal eine Situation nehmen, die wir rausnehmen aus Covid und die Ladung wegnehmen. Nehmt einfach mal eine Situation, wo ihr irgendwie sauer wart. Ihr wolltet irgendwas und dann fangt ihr an, einen Brief zu schreiben. Ne, da ist eine ganz andere Ladung dahinter. Ihr benutzt ganz andere Wörter. Ja. Es ist manchmal gar nicht mehr rational, weil wir gar nicht bei Sinnen sind, sondern darüber hinaus irgendwas schreiben, weil wir einfach diese Gefühle raus haben wollen. Wenn wir jetzt aber die Gefühle und all diese Sachen lenken uns ja eigentlich nur von dem ab, was ist ja eigentlich gerade Tatsache, was ist eigentlich gerade? Und wie kann ich, was kann ich sein? Und es sind immer nur Sichtweisen. Alles ist nur eine interessante Ansicht. Ne? Wenn man sich das anschaut, alles ist nur eine interessante Ansicht. Und ein wunderschönes Werkzeug von Access Consciousness ist, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Interessante Ansicht, meine Ansicht. Ihr könnt das wiederholen mit jeder Ansicht, die ihr habt. Darüber, dass ihr kein Geldfluss habt. Interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Dass wir alle sterben. Interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Interessante Ansicht, meine Ansicht. Und dann eine Frage stellen. Und das ist der Knackpunkt eigentlich. Wir nehmen uns raus aus dieser Ladung, aus dieser Energie, aus diesem Gefühlswall und sagen, okay, cool, was ist hier eigentlich wirklich möglich? Meine Lieblingsfrage ist, welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein können ich und mein Körper sein, um ... zu kreieren? Was auch immer es ist, mit dem ihr gerade hadert, um Leichtigkeit zu kreieren, um einen Geldfluss zu kreieren. Und dann die Möglichkeiten zu öffnen. Wir öffnen wirklich durch die Frage eine Tour zu Möglichkeiten. Ist wirklich so. Probiert's mal. Das und, Herz und der Bauch. Ja, und spielt einfach damit. Macht das, was leicht für euch ist. Was sich leicht anfühlt. Alles, was sich schwer anfühlt, da steckt meistens eine Lüge drin. Und schaut einfach in den nächsten Tagen so, was ist leicht für euch und was ist schwer. Immer wenn es schwer ist, steckt irgendeine Lüge dahinter. Und wenn sich's leicht anfühlt, dann ist es so, dann entspricht das eurer Wahrheit. Und das ist auch eines der Tools, immer zu eine Frage zu stellen und zu schauen, ist das jetzt leicht für mich oder ist es schwer für mich? Darf ich dich dazu was fragen? Natürlich. Also zum Beispiel mir gilt so, dass ich eben in bestimmten Gruppen oder auch mit bestimmten Familienangehörigen, dass ich merke, wenn ich mit diesen Fragen komme, zum Beispiel, was ist mit dem Teil der Sache oder mit dem, sollten wir hier nicht vorsichtig sein, sollten wir hier nicht erstmal auch Möglichkeiten offen lassen und so, dass dann immer ganz schnell Kritik kommt oder ich mundtot gemacht werden soll. Oder und dann merke ich zum Beispiel, mein Bauch schreit ganz laut, stopp, 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 du musst es sagen. Ja? Und es fühlt sich leicht an im Sinne von, ich muss das tun, aber schwer im Sinne von, oh, das, ich kann vielleicht einen Familienangehörigen verlieren. Dadurch. Ich wollte gerade sagen, wen oder was bist du nicht bereit zu verlieren? Ja, ja, genau. Und ich finde, es ist eine ganz... Ich fühle mich so, also zum Beispiel eine Freundin ist richtig böse mit mir, weil ich sage, ich fühle mich wie in den 30ern. Die ist sprachlos darüber. Und ich bin sprachlos darüber, dass sie sprachlos ist, weil ich kann ihr Zeitungsartikel von Historikern bringen, die sagen, hey, wir sind in einer verdammt gefährlichen Situation im Moment. Genau das, was ich sage, bringen die wissenschaftlich auf den Tisch. Und ich frage mich, soll ich lieber den Mund halten oder soll ich laut werden? Und dann kommt dazu, was ich, darf ich das noch sagen? Ja. Was ich spannend finde, ich habe es der Jule auch schon erzählt, an meiner Freundin, Mitarbeiterin. Mein Opa war Zentrumspolitiker gegen die Nazis bis zum Schluss und hat alles verloren. Ich frage mich manchmal,
Ist es seine Story oder ist es meine Story? Das ist eine sehr schöne Frage. So wie oft leben wir etwas, was unsere Vorfahren gelebt haben, wieder? Ja. Entweder wir versuchen uns zu distanzieren oder gehen Widerstand, also gehen in die Reaktion, oder ist es real? Oder wir gehen in die Übereinstimmung und sagen, oh ja, genau so ist es, genau so war es. Und genau das ist es, was ich hier mit dem Werkzeug auch meinte, mit sich aus diesen Ansichten rauszunehmen. Ja. Und auch dazu sagen, oh, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Interessante Ansicht, meine Ansicht. Und was ist denn wahr für mich? Wenn ich ganz ich bin, was ist mir gerade wichtig hier? Ich möchte laut sein. Ich möchte sagen, was ich denke. Zu folgen. Ja. Und egal, wen wir verlieren oder wen wir auf der Strecke lassen, wir können nicht immer alle mitnehmen. Ja. Und da ist es wirklich auch so ein Ding, da die Bereitschaft zu haben, erstens die Bewertungen anzunehmen. Und da sage ich auch immer, ein weiteres wunderschönes Tool von Access ist, die Barrieren runterzufahren. Was wir gelernt haben, ist es ja wirklich immer, Barrieren und Wände hochzuschieben. Also sobald irgend sowas kommt, ist es so, dass wir uns schützen wollen. Wir machen sofort, das könnt ihr beobachten. Man möchte Menschen nicht verlieren. Man möchte sie nicht verlieren, und aber auch in einem Streit oder in einem Zwiegespräch geht es immer so, dass sofort die Barrieren hochgehen. Was passiert ist, wir bieten eine Reaktionsfläche für den anderen. Was heißt, wenn du jetzt wütend bist und ich schiebe meine Barrieren hoch, dann kommt deine Wut und dann ist immer mehr und du steigerst dich da rein. Und das möchte ich nicht. Wenn ich jetzt jedoch die Barrieren runterfahre und die Energie, die du da mir rüberschickst, durch mich durchfließen lasse, dann verpufft das. Und dann wieder mit der Frage zu arbeiten, so was ist hier eigentlich möglich? Was würde die größtmöglichen Möglichkeiten für uns alle kreieren? Was würde die größtmöglichen Möglichkeiten für den Planeten kreieren? Und es sind wirklich so Fragen, die einfach eine andere Möglichkeit zeigen, wo wir uns andere Möglichkeiten anschauen und sagen, okay, cool, wenn es kein richtig und falsch gibt hier, was ist darüber hinaus möglich? Super. Wenn keiner von uns richtig und falsch ist, was ist gerade das, was am meisten beiträgt? Genau. Ja. Es sind alles Meinungen. Ja. Und eigentlich wissen wir alle gar nichts. Genau. Eigentlich, wir wissen nur das, was wir selber tun müssen. Ne? Das, was wir selber tun müssen und dann einfach zu schauen, wenn ich ganz ich bin, welche Energie kann ich sein, welcher Raum kann ich sein, welches Bewusstsein kann ich sein, damit das und das passiert, damit ich mehr Leichtigkeit habe, damit der Geldfluss, damit die Wirtschaft, damit der Planet, und gerade geht es wirklich größtenteils um den Planeten, und den Planet, ja, genau. Um die Erde, und wenn ihr mal schaut und reinfühlt, die Erde, die atmet gerade auf. Wenn ihr in den Himmel guckt und es ist kein einziger Strich, in einem Himmel, der sonst durchfurcht ist von Flugzeugspuren. Es ist so, die Vögel zwitschern lauter als zuvor. Es ist, die Natur erblüht gerade. Und da einfach auch das wahrzunehmen, diese schöne Energie unter all dem anderen. Hast du das gesehen mit dem Delfin auf Sardinien? Oh Gott, dieser Delfin auf Sardinien, der sich in den Hafen traut und mit dem Mensch kommuniziert. Ja. Was ist passiert da gerade? Unglaublich. So, für heute von uns beiden hier. Ich hoffe, die Werkzeuge helfen euch. Danke, liebe Babsi. Danke dir. Dass du dich mit mir so schön... hilft mir, so zurechtzukommen. Und wenn ihr mehr Informationen wollt, könnt ihr auf meiner Webseite www.mehlikatanriverdi.com unterschiedliche Kurse finden, die ich gerade anbiete. Aber es gibt auch ganz viele Videos im Internet, die gratis sind, wo ihr einfach schauen könnt, euch Werkzeuge zusammensammeln könnt und mehr Leichtigkeit habt in dieser Zeit.